Hallo, was machen Sachen? Wie ihr anscheinend seht, möchte ich ein paar Tutorials für euch zeigen. Der eine oder andere wird das ja in der WhatsApp-Gruppe schon gesehen haben, dass ich das machen möchte. Das ist jetzt quasi die Einführung, dass ihr wisst, so grob, worum es geht. Und keine Angst, ich werde hier nichts zeigen zum Zeichnen, sondern es geht allein darum, wie man ein Grafikprogramm benutzt. Hauptaugenmerk natürlich, Hashtag gemeinsam YouTube, wie man diese für YouTube nutzen kann, sprich für Thumbnails oder Banner, dass jeder die selbst gestalten könnte. Ich möchte dieses Video als Start quasi nutzen, als Einleitung, dass ihr seht, was ich vorhabe, was ich machen möchte. Und ich möchte auch euch ein paar Programme zeigen, die man dafür nutzen kann, die ich auch schon selbst verwendet habe. Daher weiß ich, sie funktionieren. Ich werde zu jedem Programm ein bisschen was dazu sagen. Es sind insgesamt drei Programme. Das ist dann halt einmal Photoshop. Dann haben wir Krita und einmal GIMP. Wie gesagt, es geht jetzt hier nicht ums Zeichnen, sondern generell ums Arbeiten mit Grafiken. Das ist ein größerer Themenbereich und ich werde pro Video immer ein Thema nehmen. So kann sich jeder aussuchen, was er braucht, was er wissen möchte. Muss ich halt nicht komplett alles ansehen, zumal manche Themen sind dann doch ein bisschen langwieriger als andere. Aber das wird sich ja dann zeigen. Wenn ihr Vorschläge habt und irgendwas direkt wissen wollt, könnt ihr mich auch fragen, was kann ich da bevorzugt vornehmen. Wenn nicht, gehe ich die Reihe nach durch, wie ich sie denke, dass sie sinnvoll ist. Zum Beispiel wären das jetzt halt so Sachen wie Thema Formatierung, welche Größen brauche ich für ein Bild, wie speichere ich das ab, wie arbeite ich mit Layern, wie füge ich Texte, Vektoren und Bitmaps ein. Bitmaps und Vektoren, was das genau ist, zeige ich euch ja dann in dem spezifischen Video dazu, dass ihr auch wisst, wie, wozu ich was benutzen kann. Das ist nämlich auch ein großer Punkt in der Grafiken. Wozu möchte ich was benutzen? Das macht schon viel aus. Aber wie gesagt, in dem passenden Video dazu erzähle ich dann halt, was meiner Meinung nach sinnvoll für was ist. Kann auch sein, dass jemand eine andere Meinung hat oder einen anderen Workflow. So, egal jetzt. Kommen wir zu den Programmen. Wie gesagt, ich habe drei Programme rausgesucht. Eins kennt ihr auf jeden Fall alle. Das ist Photoshop. Habt ihr bestimmt mal gehört. Blöd ist halt, Photoshop kostet Geld. Daher habe ich euch auch zwei kostenlose Alternativen rausgesucht. Die beiden Programme können halt deutlich weniger wie Photoshop. Aber zum Testen und für den Anfang reicht es vollkommen aus. Beide Programme sind in Deutsch erhältlich. Man muss sie allerdings auf einer englischen Seite downloaden. Aber es gibt eine deutsche Version von ihnen. Beide Programme arbeiten mit Layern. Sie können halt auch Transparenz anzeigen oder halt eben auch nicht. Transparenz anzeigen ist auch so ein Paradoxon. Sie sind halt beide reine Bitmap-Programme, bis auf die Texte. Aber wie gesagt, für den Anfang und zum Ausprobieren reichen die beiden Programme vollkommen aus. Wenn man dann später den professionellen Weg gehen möchte und auch etwas schneller und vielseitiger arbeiten möchte, ist Photoshop echt eine gute Investition, finde ich persönlich. Mit dem Bundle, mit Premiere Pro in Bezug auf YouTube jetzt eine gute Lösung. So, um nochmal auf die Videos zurückzukommen. Die meisten Videos werde ich so strukturieren, dass ihr meisten Grafikprogramme nutzen könnt, um diese Sachen zu erreichen. Falls ich jetzt auf spezifische Dinge eingebe, die zum Beispiel nur ein Programm hat, sei es jetzt Photoshop oder Illustrator, oder werdet ihr dieses Programm direkt im Thumbnail sehen. Ich werde es links unten in die Ecke, wie bei meinen anderen Videos, einfügen. Auch werde ich es im Anfang des Videos immer erwähnen, dass es jetzt ein spezifisches Video ist für genau dieses Programm. Oder alle anderen Videos, die dieses halt nicht haben, sind allgemeine Videos, die ihr in den meisten anderen Grafikprogrammen nutzen könnt. Ja, gibt immer wieder Ausnahmen. Gibt ja auch Paint. Paint kann ich viel, das macht Sachen bunt. Nur, dass ihr euch nicht wundert. In den Videos nutze ich die englische Version. Einfach A, ich bin es gewohnt, da das Industriestandard ist, dass die meisten Programme englisch sind. Da ich ja Photoshop auch hauptsächlich für die Uni gekauft habe und halt auch für die 3D-Arbeiten. Und dort halt wirklich Standard ist, dass die Programme in Englisch genutzt werden. Ich werde aber die deutschen Begriffe nennen, so dass ihr sie halt auch finden werdet. Die Begriffe können halt leicht abweichen, je nachdem, ob ihr auch Krita und GIMP verwendet. Aber an und für sich tun sie halt das Gleiche. Ihr seht hier dann im Video, was es tut. Und vom Sinngemäßen kann man ja halt wirklich viel, viel ableiten. So, das war jetzt die Einleitung. Ich hoffe, ich habe alles geklärt und habe nichts vergessen. Falls Fragen aufkommen, fragt mich ruhig. Und wenn nicht, sehen wir uns im nächsten Video. Ciao!